So, moin moin, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute wieder Mathematik-Nachhilfe. Wir schauen uns heute die Vierfeldertafel an, womit wir dann im Endeffekt bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen wollen. Also dahin führt die ganze Reise, ja. Und nebenbei will ich gleich auch nochmal ein Baumdiagramm aufzeichnen, damit man sieht, dass die beiden Sachen mehr oder weniger das gleiche aussagen. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ja. Und wir haben jetzt hier schon so eine Tabelle gegeben mit absoluten Zahlen. Möglicherweise habt ihr halt eine Tabelle gegeben oder ihr habt einen super Text, wo ihr zum Beispiel rauslesen sollt, wie viele Schulabgänger gab es, wie viele waren davon Mädchen, wie viele davon haben Abitur gemacht oder so. So Aufgaben hattet ihr, denke ich mal, schon im Schulunterricht gesehen, ja. Das heißt, aus der Textaufgabe formt ihr dann so eine Tabelle, die ich hier gerade schon gegeben habe. Das sind jetzt absolute Zahlen. Das heißt, das sind keine prozentualen Zahlen, sondern ganze Personen so gesehen, ja. Und in meinem Beispiel geht es jetzt darum, dass wir Medizin einnehmen und dann gesund werden. Oder wir nehmen die Medizin vielleicht nicht ein und werden nicht gesund. Also wir haben jetzt diese vier Kombinationen zwischen Medizin nehmen, nicht nehmen und gesund werden und nicht gesund werden. Dieser Strich über so Buchstaben ist euch vielleicht schon mal aufgefallen bei eurem Lehrer, wenn er das gemacht hat. Was das eigentlich heißt, ist eigentlich immer das Komplement von dem, was darunter steht. Komplement heißt eigentlich das Gegenteil. Das heißt, M' ist einfach das Gegenteil von M. Und wenn M heißt, wir nehmen die Medizin, was ist das Gegenteil wohl von ich nehme die Medizin? Ist wohl, ich nehme die Medizin nicht, ist das Gegenteil, ja? Also so einfach immer das Gegenteil mit diesem Strich. Das ist halt so eine mathematische Schreibweise, ja? Soll ja nicht großartig verwirren. So, haben wir jetzt hier eine Tabelle gegeben, ja? Was wir jetzt als erstes machen müssen, ist diese Vierfeldertafel zu erstellen. Und die hat den gleichen Aufbau wie diese Tafel. Ich kann die einfach mal daneben schreiben. Und was wir uns jetzt überlegen, am besten schnappt ihr euch einen Taschenrechner. Weil Prozente alle Sachen ausrechnen, ist im Kopf immer ein bisschen gemein. Und ja, wir schauen jetzt einfach. Wir haben zum Beispiel 6312 Leute haben die Medizin genommen und wurden dann gesund. So, jetzt haben wir diese Zahl 6312. Jetzt wollen wir aber in unserer Vierfeldertafel ja prozentuale Sachen haben. Und die Zahl 6312 ist jetzt irgendwie, ja, ist jetzt irgendwie keine Prozentzahl, ne? Dann schaut man sich einfach an, wie viele Leute gab es insgesamt. Das ist immer hier, wo in diesen beiden Gesamtspalten sich das Ding am Ende kreuzt. Also diese 11.101 ist jetzt unsere Gesamtanzahl an Menschen, die zum Beispiel in dieser Studie betrachtet wurden. Oder wenn es eure Schulklasse ist, dann halt steht halt, wenn eure Klasse 30 Leute hat, steht hier 30, dann steht hier zum Beispiel eine 10, hier eine 5 und hier eine 5 und da eine 10, so dass diese Felder diese 11.000 auch ergeben, ja. Und wichtig ist auch, die Zahlen, die in dieser Gesamtzeile und Spalte stehen, diese, wenn man diese addiert, ne, also die 6.624 plus die 4.477, muss es auch immer diese insgesamte Gesamtzahl geben, ja. Insgesamte Gesamtzahl hört sich schöner. Also einfach überprüfen, ob diese Zeilen und Spalten der Gesamt, des Gesamtparts der Tabelle, ob das auch dieser 11.101 in dem Fall jetzt entspricht oder halt der Zahl, die da halt in dem Fall stehen würde. So, mache ich jetzt mal kurz weg. Das heißt, wir teilen jetzt einfach durch 11.101 und dann schaut ihr im Taschenrechner. Am besten nimmt ihr immer 4 Nachkommastellen. Dann, wenn wir 4 Nachkommastellen haben, also hier würde jetzt 0,5686. Das als Prozentzahl ist 56,86, deswegen 4 Nachkommastellen, dann ist die Prozentzahl wunderschön mit 2 Nachkommastellen und dann kann euer Lehrer auch nicht meckern. So, mal jetzt nochmal hier den Bruch hier weg. Also, was wir machen müssen, ist eigentlich jetzt immer das Gleiche. Wir schauen uns an, welche Zahl steht in diesen ganzen tollen Feldern hier, ja, und dann teilen wir immer durch diese Gesamtzahl und dann kriegen wir immer einen super schönen prozentualen Wert raus. Und ja, das könnt ihr eben pausieren oder ihr könnt die Zahlen mit abschreiben. So, ich habe jetzt erstmal hier so einen halben Schritt nur gemacht. Vielleicht habt ihr auch so eine halbe Tabelle gegeben und müsst die weiter ausfüllen. Wichtig ist, hier steht immer eine 1. Das steht für 100%, ja. 100%, weil hier zum Beispiel auch das ist die Gesamtmasse der Leute. Nur da wir in dieser eigentlichen Vierfeldertafel jetzt hier so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung haben, schreiben wir einfach eine 1 hin. Ihr könnt auch eine 1,0 hinschreiben, ja. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine halbe Tabelle gegeben habt, wie füllen wir die aus? Ihr schaut einfach, alle Sachen in dieser Zeile hier müssen ja gleich der Zahl, der hier steht, sein. Das heißt, wir addieren diese 0,5686 plus die 0,0078
und bekommen dann in dieser Zeile die Gesamtzahl raus. Die wäre dann 0,5764. Dann wisst ihr, dass diese beiden Zahlen zusammen die 1 ergibt. Wenn ihr die eine hier schon gegeben habt, könnt ihr einfach von der 1 diese 0,5764 abziehen und bekommt die andere Zahl raus. Die ist jetzt 0,4236. So, dann habt ihr hier wieder das gleiche Spiel. Ihr wisst, dass die beiden diese Zahl ergibt, könnt dann wieder die eine von der anderen abziehen und wisst auch, was hier rauskommt. So, und jetzt hier einfach könnt ihr die beiden addieren, bekommt ihr die Zahl und die beiden addieren, bekommt ihr die Zahl. So einfach geht das. 0,5967 kommt hier und 0,4033. Jetzt könnt ihr überprüfen, ob diese beiden Zahlen zusammen 1 ergibt und ob diese beiden Zahlen zusammen 1 ergibt. Wenn ihr jetzt an einer Stelle irgendwo gerundet habt und euch nicht sicher seid, wie soll ich runden, nimmt vielleicht doch mal lieber den Bruch, den euer Taschenrechner angibt, weil damit könnt ihr besser weiterrechnen, ja? Ansonsten, wenn ihr irgendwo rundet und am Ende nicht auf diese 1 hier kommt, sondern auf 0,99999 oder so, ist das, denke ich mal, auch völlig in Ordnung, ja? So, jetzt haben wir unsere Vierfeldertafel angelegt. Jetzt können wir kurz ein Baumdiagramm dazu zeichnen. Und dann geht es auch schon los mit den, ja, in Anführungsstrichen, Rechenaufgaben. So, wir sagen jetzt zum Beispiel, oder ihr fragt euch jetzt, wie rum fange ich das Baumdiagramm an? Wir haben jetzt zwei Ausprägungen, Medikamente und gesund werden. Jetzt müsst ihr euch fragen, was ist zuerst passiert? Denn der Baum fängt ja mit dem Ursprünglichen an. Wird man vor dem Medikament gesund oder nimmt man erst das Medikament und wird dann gesund? Höchstwahrscheinlich erst das Medikament. Das heißt, die erste Ausprägung könnt ihr M und M' nehmen. Und da könnt ihr jetzt einfach eingeben, zu welcher Wahrscheinlichkeit wurde das Medikament genommen. Und das ist dann die Gesamtzahl der Medikamente, weil es hier erstmal nicht darum geht, ob die Leute gesund wurden. Es geht nur darum, ob die das Medikament genommen haben. Was dann weiter passiert, wird dann in der nächsten Etage des Baums, sage ich mal, gemacht. Und alle, die das Medikament nicht genommen haben, waren zu 42,36%. So, jetzt kommt hier diese G und G-Strich-Ausprägung. So, jetzt ist die Frage, was kommt hin? Ihr schaut euch einfach an. Wir gehen mit dem Finger einfach von hier oben durch. Wir gehen über M und dann gehen wir zum Beispiel über G. Das heißt, wir schauen uns das Kreuzungsfeld von M und wo G sich kreuzen, also das hier an. Und ja, schreiben einfach die Zahl davon auf. 0,5686. Oder wir gehen von M und G-Strich, das ist das Kreuzungsfeld. 0,0078. Bei dem Rest machen wir das Gleiche. Es ist dann, wir haben nicht genommen, das heißt, wir sind jetzt in dieser ganzen Zeile hier. Und schauen uns die Zahlen da an, ja. 0,0281 oder 0,3955. Diese Zahlen hier zusammen müssen wieder ungefähr diese 1 hier ergeben, sonst hättet ihr die Tabelle oder diese Vierfeldertafel gerade schon falsch angegeben. So viel zur Baumstruktur. Also in der ersten ist es immer dieses Gesamtding hier und danach sind es die Ausprägungen in dieser Vierfeldertafel. So, und jetzt haben wir zum Beispiel ein paar Aufgaben gegeben. Es gibt jetzt drei verschiedene Aufgabentypen, ja? Das sind ja meistens so Textaufgaben, wo eine Frage gestellt ist. Wir haben nur eine Information. Dann ist es die Wahrscheinlichkeit von, naja, wenn nach x gefragt ist, Wahrscheinlichkeit von x. Also dieses P steht für Probability, das ist halt Englisch für Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr euch fragt, warum steht da immer ein P? Dann gibt es eine Unverknüpfung. Das ist dann p von x und so ein umgedrehtes u. Und es gibt die bedingte Wahrscheinlichkeit. Dafür ist die Formel p in Abhängigkeit von a, also mit Bedingung a von b, ist gleich. Und jetzt kommen die Sachen kombiniert, die wir gerade hatten. Das heißt p von a und p von a. Und jetzt müsst ihr euch anschauen, was für eine Aufgabe habt ihr gegeben. Wenn jetzt da steht, bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person
gesund wurde. Das ist jetzt nur eine Information, dass die Person gesund wurde. Es geht nicht darum, ob sie ein Medikament genommen hat oder nicht, sondern einfach nur gesund wurde. Und wenn ihr nur eine Info habt, also jetzt zum Beispiel halt, das wäre jetzt dieser Fall hier, ja, das wäre halt P von gesund, dann geht ihr einfach in diese wunderschöne Gesundzeile oder Spalte und schaut euch die Gesamtzahl davon an. Das heißt, eine Person wurde zu 59,67% gesund. Könnte auch einen super Antwortsatz dann geben. So, jetzt kommt die nächste Frage. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person das Medikament genommen hat und gesund wurde? Jetzt schauen wir uns an. Sie hat ein Medikament genommen und wurde gesund. Da muss man jetzt immer zwischen den Zeilen lesen, weil es ist immer relativ ähnlich wie dieser zweite Fall hier und der dritte Fall als Aufgabe gestellt ist, ja. Meistens ist dieser zweite Fall mit einem einfachen und, ja, und diese bedingte Wahrscheinlichkeit, was das dritte Beispiel hier bei uns ist, da ist meistens so ein Hauptsatz und Nebensatz durch ein Komma getrennt und auch ein bisschen andersrum geschrieben, ja. Das heißt, bei einer Und-Verknüpfung schaut ihr euch einfach an, wenn wir jetzt sagen P von M, dieses umgedrehte U, und was nehmen wir noch? G-Strich. Wäre die Textaufgabe dazu, eine Person nimmt ein Medikament und gesundet nicht. So ungefähr wird es da stehen. Und was ihr euch da anschaut, ihr geht einfach in diese M-Zeile und in die G-Strich-Spalte und schaut euch das Feld an, wo die beiden Striche so gesehen kreuzen. Und diese Zahl schreibt ihr einfach raus. 0,0078. Und jetzt kommt der dritte Fall. Da mache ich jetzt mal kurz weg das Zeug. Okay, jetzt kommt zum Beispiel die Aufgabe, eine zufällige Person hat das Medikament genommen. Oder ne, sagen wir mal, wir wissen, dass eine Person das Medikament genommen hat und diese gesundet. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Also ausgedrückt wird das jetzt, wir wissen, dass sie irgendwas gemacht hat. Das ist dann, naja, dieses kleine a hier. Und dann, was passiert, steht in dieser Klammer. Das heißt, wir wissen, die Person hat das Medikament genommen. Das heißt, unser A ist das Medikament, das können wir schon mal aufschreiben, P von M, und gesundet nicht. Also das B ist jetzt das G-Strich in unserem Fall. Das ist dann Wahrscheinlichkeit von M G-Strich durch Wahrscheinlichkeit von M. Naja, habe ich jetzt nicht so schön geschrieben. Und was wir jetzt hier machen, na, M-Zähler ist das wieder diese, ja, so gesehen diese Und-Verknüpfung, ja? Ganz salopp gesagt. Das schauen wir uns einfach wieder an, wo kreuzen die Dinger sich? Das ist halt wieder diese Zahl. Diese schreiben wir raus, aber jetzt nur in den Zähler. 0,0078. Und da unten haben wir jetzt den ersten Fall. Einfach, naja, wir gehen einfach in diese M-Zeile und schauen uns dieses Gesamtding an, also was hier ist. Diese 0,5764. Und das wäre jetzt das Ergebnis für diese Aufgabe. Also wirklich wichtig ist, ihr müsst einfach zwischen den Zeilen lesen. Meistens, wie gesagt, diese bedingten Wahrscheinlichkeiten, da ist irgendwie auch beschrieben, dass irgendwas die Bedingung ist oder die Voraussetzung oder das ist schon eingetreten und dann tritt noch irgendwas weiteres ein. Und meistens halt durch Haupt- und Nebensätze mit so einem super toller, super Komma unterteilt, ja. Und auch ein bisschen generell vom Satzbau anders aufgebaut. Und wenn ihr nur so zwei Informationen mit einem Und gegeben habt, ja, wo nichts als Bedingung herausgeht, dann habt ihr diesen zweiten Fall hier. Und der, den ersten Fall sollte man, denke ich mal, relativ einfach erkennen. Da steht halt immer nur eine Information. Und da sucht er halt in dem Gesamtfeld davon die Zahl raus und schreibt sie halt raus. So, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, ja? Wenn nicht, schreibt nochmal in die Kommentare was rein, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, ciao.